Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. In dieser Episode mache ich mich auf den Weg zum Rennen bei Crow Dazzle. Eben das Rennen, nee. Ach doch, genau, klar, Speed Demon Rennen. Ach Quatsch, genau. Hey, sorry, da habe ich doch jetzt im vorigen Teil Bullshit erzählt, in dem Teil. Ja. In dem es keinen Ton gab, wollte ich eben das Rennen fahren, um Tenderloins Schulden zu tilgen. Woraufhin Crow Dazzle dann gesagt hat, nee, mit deinem Auto kannst du da nicht fahren, du brauchst einen Speed Demon. Ja, also machte ich mich auf den Weg hier, ne, um die Teile zu ergattern und ja. Genau, das war in dem Part, wo es keinen Ton gab. Und natürlich eben hier Ödland Mission Deep Fryer. Und eben, jetzt mache ich mich auf den Weg, um das Rennen zu bestreiten, das Tenderloins Schulden tilgen wird. Und was dann hoffentlich dazu führt, dass sie meine Teampartnerin wird im Gastown Rennen. Denn man braucht wohl einen Fighter. Also praktisch, ja, ich denke mal, das, was hier Chumbucket gerade für mich tut. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Aber okay. So, und der Speed Demon ist eigentlich eine gute Karre. So, rein vom Fahren her. Aber eben, wie im vorherigen Part bewiesen, irgendwie für mich, ja, kann ich immer im schweren Auto gut. Das Einzige, was nervt, ist halt dann, dass die Beschleunigung scheiße ist. Ja, aber eben, das war ja dann halt nur so als Test gedacht. Denn mit dem V8 wird das ganze Auto schwerer. Dementsprechend wird das Fahrverhalten schlechter im Verhältnis zum V6. Aber die Beschleunigung steigt und das heißt, man kann dann eben ein schweres Auto fahren mit guter Beschleunigung. Und das wollen wir natürlich. Ach komm, wenn die hier schon so schön kampieren an der Straße, ja dann. So. Eben, ich meine, die wollten es ja so, ja. Sonst würden wir ja nicht direkt hier an der Straße kampieren. Das lädt doch ein, das ist doch praktisch ein Drive-In für Loot. Ha! Muss ich irgendein Vieh überfahren? Das ist komisch. So, gut. Noch eine? Glaubst du nicht? So, was ich nur irgendwie immer nervig finde, ist, dass die Kamera dreht. Ja, ich meine, ja, okay, die wollen es halt in Szene rücken. Ich muss es aber nicht sehen. Ich weiß ja, was passiert. Weil irgendwie, ja, eben die Kamera scheint zu schwenken und dann schwenkt sie auch automatisch wieder zurück. Aber ich will mir das ja irgendwie nicht geben. Und sobald die Kamera schwenkt, halte ich praktisch dagegen. Und der automatische Kamera rückschwenk, den das Spiel dann macht, ja, den muss ich dann wieder ausgleichen. Also ja, ich stelle das gerade, glaube ich, viel komplizierter dar, als es ist. Ja. Ja, das klingt, als wäre es ein Mordsproblem, ist es aber nicht. Also kann man sich entspannt sein. Entspannt bleiben. Entspannt bleiben, fuck. Ja. Chill!
Sei nicht so scheiß aggressiv! Ja, genau so auf die Tour. So. Und da wären wir schon. So, super Wetter. Gott sei Dank regnet es nicht. Schließe Todesfahrten ab, ja. Grifferzeichen. Again you grace my stage. Blazing bright, blissful, rumbling, shaken. And in another race partaken. So, Speed Demon. Ach. Das muss ich jetzt fahren. Ja. Das Auto hier auf dem Bild, das hat einen dicken V8 drauf. Und den Top-Auspuff. I see red. Fuel tanks exposed. So sollte kein Problem sein, die abzuziehen. Wenn man keine Scheiße baut. Ja, genau, ich muss aufpassen, dass ich auch... Oh, shit. Eben, genau das wollte ich nicht. Scheiße verflucht. Drecks fast zerstören, ne? Oh, Mann, ey, Leute. Die Autos, das sind ja die sogenannten Grinder. Mit denen sollte man ja keinen Nahkampfkontakt haben. Die schleifen meinen Tod. So, fuck. War ich denn wieder etwas übereifrig, glaube ich. Ja, obwohl. Alles gut. Nur ob das auch schnell ist, ist die andere Frage. Ja, oh, sieht ganz gut aus. Ach so, das sieht ja fast aus wie irgendwelche Lichtschranken, die dann irgendwas auf die Straße fallen lassen, ne? Ah, da wollte ich jetzt auch verrecken in das... Ah, Mann! Gott! Was geht denn hier? Sowas kotzt mich an. Echt, sowas ist Bullshit. Ich weiß nicht, aber in diesem Bereich habe ich andauernd irgendwie Framerate-Probleme. Und das finde ich überhaupt nicht cool. Ja, das klingt jetzt wie eine blöde Entschuldigung, aber es könnte mitverantwortlich dafür sein, dass ich da an der Scheiße hängen geblieben bin. So, reicht's für legendär? Mehr will ich ja gar nicht, jawohl. Sehr schön. So, jetzt kann ich Tenderloin rekrutieren. Ey, aber ich baue jetzt mein Auto wieder um. Die Maschine des Todes.
Ja, das war es eigentlich auch, gell? Ja. Oh Mann. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ja, aber ich mach das Rot mal dran. Aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ja, ich meine, die Werte sagen ja Schleifschaden, aber ja, rein von den Strukturen hier kann ich damit gar nichts schleifen. Dann lasse ich das einfach mal so. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Obwohl, ja, mit den ganzen Scheißstacheln drauf und dem Dreck, da kann ich auch die Schleiferfäden drauf bauen. Oder die Abwehrstacheln abbauen. Naja, ich meine, komm, was soll's, ne? Was soll's? So, wo bin ich hier? Pink Eye. Ich denke aber. Oh, Top Dog Lager, höchste Schwierigkeit. Na, ich fahre mal hier zu Pink in die Hütte. Und markiere mir hier mal die Ding-Crew, die Spee-Crew oder was auch immer das ist. Ja? Nur habe ich die bis jetzt noch nicht gefunden. Ah, oder doch? Irgendwie war mir so genau, da ist sie, ne? Die Spähkuh. Irgendwas anderes wollte ich doch. Ölbrunnen, Mannfarm, Schrottcrew. Genau, die Schrottcrew. Na? So, wo sind die Teilchen? Okay. Das ist ja nicht so aufwendig zu holen. Das zweite Ding ist da. Es geht ja auch noch. Na ja, dann mache ich das eben, ne? So, denn ja, eben vorhin habe ich die Konsole angemacht und ja, naja, okay, 256 Einheiten Schrott gekriegt. Ja, aber fürs Nichtstun oder ja, dafür, dass die Konsole aus war, warum nicht, ne? Oh, ein Toter. Was? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, also ich meine ja kein Boost und so, aber der war ja nicht mal gepanzert. Also ja, der hätte schon sterben sollen, denke ich. Und diese Straße hier, die Quali ist doch Sand, würde ich mal behaupten. Das hier nicht, klar. Wenn da das Fahrverhalten scheiße wäre, würde ich das verstehen. Was? Lager mal anzustarten? Ich will doch gar nicht so recht.
So, der Penner da hinten, der schreit danach, erschossen zu werden. Ich glaub's nicht. Er ist sowieso Schwachsinn. Ich bin so weit weg, ja. Ist mir jetzt auch egal, echt. So, Kollege, was hast du zu sagen? You gotta be a big man to carry such hardware. Mighty, might be. Ja, ich bin der Chief. Oh. Ah. Schleife ich dem jetzt hier irgendwas kaputt? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das wollte ich jetzt ja auch nicht. Oh Mann, ey. So, den Penner muss ich mir jetzt aber noch holen. So, jetzt aber. Ja. Ich bin hier für die Teile. War hier nicht noch einer irgendwo? Keine Ahnung. Ach doch, da oben. Ja, wenn du was willst, komm runter.
Achso, okay. Gut. Ja, als hätten sie gewusst, dass die Stelle da scheiße ist. Ja, deswegen haben sie Leiter da aufgebaut. So, Schrott, immer noch, echt? So, gut. Nächste Zone. Wo war's? Das war doch hier auch ganz dicht dran. Ah, da. Ja, wenn er läuft, dann läuft er, ne? Ja, habe schon eine Weile keinen Konvoi mehr gemacht. Ja, es war schon wesentlich souveräner als beim letzten Mal. So, jetzt aber. Ich habe echt das Gefühl, diese blöden Vogelscheuchen wachsen nach. Ja, aber was heißt die blöden Vogelscheuchen? Ah, okay.
Da wollen sie von einem, dass man da rüber springt. Dass du schaut. Ja, bitte. Hey, da steige ich sogar für aus. Ja, wenn ich schon mal hier so direkt vor Ort bin. Ne, ich meine, hey, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und ich bin schon eine Weile nicht mehr aus dem Auto ausgestiegen für Loot. Schauen, ob die mir hinterherkommen. Oh, das war jetzt natürlich episch. Ja, zwei Stück erwischt, klasse. Ja, das ist jetzt der Kameraschwenk. Ja, und ich habe nichts gemacht. Ja, so, und dann. Ja. Nach was. So, dann haben wir wieder hier unser das Geruckel. Das ist auch ein äußerst klasse Suchbereich hier, na komm. So, sehr souverän aufgeräumt. Okay, richtig viel Schrott hier. So, bei mir hier ist gerade Wochenende. Also, ja. Aufnahme des Parts hier war Wochenende. Na, was? Von wo? Wer? Macht blöd. Ja, liegt hier nicht irgendwo Sprit rum? Das kann doch nicht sein. Ja, zum Türen sprengen, meine ich, ne? Weil. Hat sie keine Lust, dann zum Auto zu latschen. Ich gehe jetzt gleich mal die Leiter hier hoch und hoffe, dass da oben Kanister zu finden ist. Das ist ein richtiges Areal hier. Dreht mir mal hier eben die Leiter runter. Da kommt er schon, hier, Kundschaft. So, Schrottkrümmteile, sehr schön. Einmal normaler Schrott, so wie ich das sehe, und dann bin ich durch hier. Was ist das hier, ein Bossgegner? Bin ich jetzt bekloppt?
Tatsache. Der ist hier immun, was? Der ist immun oder was? Verraff ich das jetzt hier nicht? Okay, doch nicht. Das. Now we slug it out right up. Gut, naja, habe ich den Wutmodus ja ganz gut benutzt. Na dann, komm her. Na komm. Hey. Was soll denn der Scheiß? Warum geht der jetzt nicht kaputt? Jetzt. Mein Gott. Ja, hey, aber lag da vorne nicht irgendwo was zu essen da oben? Ja, also. Alles gut. Ja, sauber. Genau, Suchbereich 100%. Hm? Komm jetzt schon, Spiel, lass mich da durch, ich hab's mir verdient. Ach. So, Explosion benötigt. So, wo führt mich das hier hin? Hoffentlich zu einer Dose Hundefutter. Na gut, Wasser wird es wohl auch tun. Ja. So, gut, perfekt. Dann fahre ich mal zu Pink Eye. Ja, aber hier noch eben kurz mal mit dem Ödländer Kontakt aufnehmen. Das größte Problem von dem Auto sind die Bremsen. Da habe ich irgendwie das Gefühl. With a ride
You gotta put her to the test. Let me show you some spots where she can shine. Verwende Rampen in der toten Leere, um einen epischen Sprung auszuführen. Belohnung, ein Grifferzeichen. Ja. Haben den Knall nicht gehört, eh? Das Gefühl, dass die Kollisionsabfrage echt leidet hier unter den Frame-Rate-Dingern. Ja, auch hier, ja, wow, Frontaleinschlag und Epic und was weiß ich nicht alles, ja. Aber ja, hat man nicht gesehen, dass es irgendwas gemacht hätte. Also muss ich sagen, ich hoffe mal, dass das einfach ein persönliches Problem von mir und meiner Festplatte ist hier. Die Spielperformance. Und muss sein. Ich meine, sonst wäre das Internet ja voll gewesen mit Beschwerden und Drecks-Performance. Und davon habe ich noch nichts gehört. Ja, deswegen. Muss das wohl ein Problem von mir sein. Fix it. Yes, yes, yes. I will nurse her back to health. So. Ja, aber ich denke, dass mit der Beschleunigung, das ist auch eher bei Gewohnheitssache. Klar, denkt ja mal davon ab, wenn man jetzt Fahrzeugkampf hat, ja, mit anderen Fahrzeugen, wenn die natürlich drastisch besser beschleunigen, dann ja, merkt man das natürlich. Aber so jetzt hier habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass das Auto wirklich scheiße beschleunigt. So, dann. Schrott wird automatisch bei einem bestimmten Zeitraum gesammelt, während das Spiel ausgeschaltet ist. Sehr gut. Was gibt's jetzt hier noch? Madenfarm, okay. Baue ich lieber einen Ölbrunnen. Okay. Gut. Naja, gut, dann beende ich das hier mal an dieser Stelle. Dann waren wir wieder produktiv, haben was gemacht. So soll das sein.
Ja, und in dem nächsten Teil, Top-Dog-Lager, Ödland-Mission, na, hier, für Pink Eye, wer weiß, was man dafür kriegt. Ja, so mehr, wenigstens ein Lack. Und ja, bin ich mal gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich ja, hoffe, es war unterhaltsam natürlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.